Nach dem Salut der Kirchheimer Schützen geht's dann ins Festzelt zum Anstich. Mit nur zwei Schlägen gelang Bürgermeister Stefan Keck diesmal der Anstich. Jetzt war noch Zeit, sich an den vielen Ständen der Vereine für das kommende Public Viewing Bierzelt zu stärken. Trotz Fußball war das Dorffest am Freitag bestens besucht. Trotz der großartigen Unterstützung der Kirchheimer Fans hat es zum Schluss nicht zum Weiterkommen für unsere Mannschaft gereicht. Trotz 30 Grad und zum Auftakt mit der Hausner Big Band viele Gäste auf dem Dorf. Das Duo Musik Made White Love unterhielten die Besucher auf der kleinen Bühne. Leider wurde das Fest dann durch ein Riesengewitter mit aufkommendem Sturm unterbrochen. Wetterbedingt musste der Horgasch dann leider in den Pfarrsaal von St. Andreas verschoben werden. Servus beieinander zum Horgarten. Heute Nachmittag nicht im Garten,
sondern da herin. Ja. Mir hat vorher noch gesagt, fürs Wetter ist der Bürgermeister verantwortlich. Naja, jetzt schauen wir mal, ob es dann, wenn es, ich erinnere euch dran, wenn es wieder Skiwetter ist, gell, dass ich dann auch dafür verantwortlich bin. Weil das Wetter kann man nicht ändern. Es ist schade, dass wir herin sitzen müssen, weil draußen war es natürlich noch viel, viel wirklicher, aber ich glaube, das tut der guten Stimmung keinen Abbruch, die jetzt dann gleich unter der Leitung von Gerhard Holz. Herzlichen Dank, dass du da bist oder dass du da sind. Ja. Auch herzlichen Dank an unsere Musikanten. Dann auch herzlichen Dank an unsere Musikanten, die natürlich da sind. Feldbruch in der Zwerg sind. Da sind sie, genau. Kirchheimer Zittermusi. Herzlich willkommen. Naja, ich sage immer, ich bin ja erst ein paar Monate im Amt, ich lerne das schon noch. Gell? Und natürlich unsere Mirsans. Ja? Grüß euch. Und jetzt richtig Kirchheimer Hausmusik. Ja? Also insofern haben wir alle beieinander. Ja. Und die Ersten haben ja sogar gleich beim ersten Little Dance, das ist doch eine wunderbare, wunderbare Geschichte. Der viel Vergnügen euch alle. Ich habe leider herzliches Grüß Gruppenander im Namen von den Sängermusikanten und vor allen Dingen nicht zu vergessen von unserer Veranstalterin Tatjana. Wo bist denn gerade momentan? Die habe ich auch heute erst kennengelernt. Da habt ihr ja auch ganz eine Charmante, die sich bei euch um Kultur und um solche Sachen kümmert. Schau, schau, wie es ringen tut. Schau, schau, wie es gießt, wie es gießt. Ja, schau, schau. Wie es Massen von da was ist. Schau. Bayern heißt voll Heiterkeit, die Brotzeit ist die schönste Zeit. Und wer da spöttelt immerhin, versteht das Wort nicht in seinen Sinn. Das Wörtel Brotzeit, hochgeschätzt, ist auf zwei starke Wurzeln gesetzt. Voraus auf Brot, das Gottes gab, die jeder braucht, Land auf, Land ab. Der zweite Teil ist noch die Zeit, die uns daher zum Leben verleiht. Drum, wer kein Brot hat und keine Zeit, bei so einem Menschen da fällt's weit. Doch wer nur Zeit hat und nur Brot, der leidet keine wirklich echte Not. Wer Brot und Zeit hat, der kann lachen, den kann keine gröbig Brotzeit machen. Da protestiert der Zuzunger entschieden, ein Bayer war damit nicht zufrieden. Alleine mit dem Brotgenuss, der braucht halt noch sein Bier zum Schluss. Stimmt schon, doch jetzt verrate ich dir, wir sagen ein flüssiges Brot zum Bier. Und deswegen wird's keinen überraschen, zur Brotzeit kehrt das Bier im Flaschen. Musik.
viel Spaß für alle beim Kindernachmittag im Festzelt. Und zack. Okay? Und du? Ich bin der Pippo. Ja. Noch eins? Ein Wasser. Ich war drinnen, ich war im Lager und dann bin ich hergefahren, habe ich es gesehen. Okay, dann hast du es. Also nimm dir das mit zum Mutter. Liebe Eltern, trotz Regenwetter sind wir hier im Zelt vor Regen gut geschützt. Jetzt kriegen wir einen ganz tollen Kindernachmittag für euch. Wir starten mit einer Wissenschaftsshow mit ganz tollen Tricks. Die Hanna lacht schon. Ja? Und die Luisa freut sich auch schon und ihr freut euch sicherlich auch schon. Und danach kommt der Clown Pippo zu euch. Und danach kommt noch die Tanzschule Claudius mit einem tollen Tanzprogramm für euch alle. Und ich weiß es gar nicht, vielleicht könnt ihr da sogar auch nachher ein bisschen mitmachen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und wir starten mit der Wissenschaftsshow. Dankeschön. Und natürlich auch ein Dankeschön an die Tatjana Dietl, die da hinten steht. Unsere Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, die hier das ganze Programm auf die Füße gestellt haben. Und auch mit der Tatjana einen ganz tollen Applaus bitte. So, dann übergebe ich. Viel Vergnügen. Ich kann auch mit einem ganz kleinen Experiment mal anfangen, was so ein bisschen zauberhaft aussieht. Da bräuchte ich aber jemanden, der mir vielleicht hilft auf der Bühne. Magst du mal nach vorne kommen? Wie ist denn der Name? Ja, bitte einen Applaus für Luisa. So, Luisa, guck mal, ich habe hier ein Glas Wasser. So, und vielleicht kennst du das. Wie nennt man das hier bei euch? Cola-Deckel, ne? Oder so ähnlich. Bierdeckel, ja, sagt man schon, Bierdeckel, ne? Genau, ein Bierdeckel. Wer von euch kennt das Experiment, dass man das da drauflegen kann und dann kann man das rumdrehen, ne? Ja, ich. Das kennst du? Super, magst du das mal machen? So, mit der anderen Hand den Deckel festhalten. Okay, warte, warte, warte. Oh, ja, super. Guck mal, jetzt setze ich mich hier auf den Stuhl. Okay, jetzt über meinen Kopf, bitte. Oh. Oh, 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 oh. Okay, ein bisschen höher vielleicht. Ja, und traust du dich jetzt die Hand loszulassen? Ja? Ah, oh Gott! Ja, danke schön, Luisa, das hast du super gemacht. Applaus für die Luisa.
ich habe da die Tatjana Diedl, die also die Verantwortliche für das Dorffest heuer war, und die Franzi Steiner, die auch zum ersten Mal mit dabei war. Ihr habt es ja eigentlich, kann man sagen, perfekt organisiert, außer dem Wetter. Wie ist euer Resümee insgesamt? Also ich würde sagen, dass die Kirchhammer bewiesen haben, dass ihnen Regen und Sturm und Ungewitterwarnung nichts ausmacht, sondern hier wurde im Regen getanzt, alle waren gut drauf gestern. Also wir haben es uns nicht vermiesen lassen, es war wahnsinnig gute Stimmung und ja, wir haben uns wahnsinnig gefreut, hier mit allen feiern zu dürfen. Ja, gestern war ja wirklich die Hütte brechend voll. Freitag war natürlich das Handicap Fußball, er war auch noch mit dabei, aber auch hier war das Public Viewing bestens angenommen. Leider die Stimmung am Schluss nicht mehr ganz so gut, aber da kennt ihr nichts dafür. Das war die Nationalmannschaft oder der Schiedsrichter, der das verbummelt hat. Aber generell bist du zufrieden, Tatjana? Ja, auf jeden Fall. Am Freitag haben wir mit der Harthauser Musi auch nochmal nach einer guten Stunde nach dem Spiel ja auch nochmal wirklich die Stimmung zurück ins Zelt geholt. Und da war ja auch hier wieder gute Laune und Party angesagt. Und ich würde sagen, also es hat mir viel, viel Spaß gemacht, mit allen zusammenzuarbeiten, mit den Vereinen, mit dem Bauhof, mit allen von der Gemeinde. Also ich bin sehr herzlich aufgenommen worden hier in der Gemeinde bei den Vereinen. Und genau, es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und es war ja heute, dank des Wetters, der Horgasch im Pfarrsaal, aber bestens besucht. Der Pfarrsaal war voll und auch jetzt, nachdem es Regnen aufgehört hat, das Kinderprogramm im Zelt ein voller Erfolg, kann man trotzdem sagen. Also trotz des Wetters ist es noch relativ gut gelaufen. Das stimmt, absolut.